Heute geht es nämlich um Storytelling. Not what, but how. Klingt ein bisschen chinesisch, ist aber Englisch. Jetzt stell dich bitte mal vor, wie eure Jugendkindheit verlaufen ist und warum ihr das heute macht, was ihr macht. Welche Gefühle, welche Bilder du bekommst. Das ist wichtig, heute den Leuten mitzugeben, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat, dass auch jedes Unternehmen eine Geschichte zu erzählen hat. Die Leute waren super, wir waren eine kleine exklusive Gruppe und dafür war es umso intensiver. Das ist für alle eine Win-Win-Situation, das ist toll an dem Event. Okay.